Beton ist das Baumaterial der Moderne. Der Rohstoff für Wachstum und Fortschritt. Und verantwortlich für etwa 8% der vom Menschen ausgestoßenen Treibhausgase. In Zukunft werden wir anders bauen müssen. Die gebaute Umwelt entscheidet über die Klimazukunft der Menschheit. Und das im Wesentlichen außerhalb von Europa. In Europa entdecken wir alte Materialien neu. Das Faszinierende an Lehm ist, dass diese Ressource unter unseren Füßen liegt. Wir müssen eigentlich nur lernen, damit zu bauen. Hybride Bauten verändern das Wohnen radikal, nach dem Vorbild der Natur. Wir müssen schauen, dass wir durch das Bauen nicht den Lebensraum anderen zerstören, sondern nur ihn schaffen. Dresden. The Cube ist ein Pilotprojekt, das eine neue Art von Beton erprobt. Es ist der erste komplette Bau aus Textilbeton. Manfred Kurbach und Matthias Tietze haben mit ihrem Team von der TU Dresden The Cube entworfen. Es ist ein Testlauf für eine andere Bauweise mit Beton. So sollen in Zukunft nicht nur ungewohnte architektonische Formen, sondern auch klimaschonenderes Bauen möglich werden. Die Frage ist ja, können wir denn ganz auf Beton verzichten? Und da muss ich eindeutig sagen, nein, denn wir brauchen angesichts der weiter steigenden Weltbevölkerung auf jeden Fall auch in Zukunft Wohnraum, wir brauchen Straßen, Brücken. Wir haben keine Alternative, mit der wir solche Mengen bauen können. Beton, wie wir ihn heute kennen, das ist Stahlbeton. Vor allem in der Verbindung mit Stahl ist Beton das vielseitigste Baumaterial aller Zeiten. Aber Beton hat ein Umweltproblem. Der eigentliche Klimakiller heißt Zement. Der Hauptbestandteil von Zement ist Kalkstein. Er wird zermahlen und zu Zementklinker gebrannt. Der Klinker sorgt später dafür, dass die Mischung unter Zugabe von Wasser aushärtet. Bei diesem Prozess muss der Kalkstein auf 1450 Grad Celsius erhitzt werden. Dabei entstehen allerdings große Mengen CO2. Ein Drittel stammt aus den eingesetzten Brennstoffen. Der Rest wird bei der chemischen Reaktion des Kalkbrennens selbst freigesetzt. Nämlich dann, wenn aus Calciumcarbonat Calciumoxid entsteht. Und dabei Kohlenstoffdioxid abgespalten wird, also CO2. Es gibt unterschiedliche Arten von Zement, je nach Anteil des Klinkers. Im Durchschnitt werden pro Tonne Zement etwa 600 Kilogramm Kohlendioxid freigesetzt. Allein in Deutschland sind das derzeit um die 20 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Weltweit machen die CO2-Emissionen durch die Produktion von Zement rund 8% der Treibhausgasemissionen aus. Etwa dreimal so viel wie der gesamte globale Flugverkehr. Und dabei wird es nicht bleiben, denn die Weltbevölkerung wächst. Bis 2050 werden weitere 2,5 Milliarden Menschen Wohnraum brauchen, vor allem in Asien und Afrika. Prognosen gehen davon aus, dass sich die heute weltweit bebaute Fläche bis 2060 verdoppeln wird. Für den ungeheuren Verbrauch an Beton ist nicht zuletzt die Kombination verantwortlich, die den Siegeszug des Baumaterials erst ermöglicht hat. Die Kombination mit Stahl. Denn Stahl hat eine Schwachstelle. Er korrodiert. Auch um den Stahl vor Korrosion zu schützen, muss Beton eine entsprechende Dicke haben. Aber selbst dann bleibt Stahlbeton anfällig. Und seine Lebensdauer begrenzt, auf im Schnitt etwa 80 Jahre. Auch das sächsische Betonwerk Oschatz arbeitet in der Regel mit Stahlbeton. Heute aber gibt es eine Sonderanfertigung. Hier werden die Wände für The Cube hergestellt.
Das herkömmliche Stahlskelett wird dabei durch ein Geflecht aus Carbonfasern ersetzt. Bis zu 50.000 dieser Fasern werden zu einem Garn zusammengefasst und Garne wiederum zu Matten oder Stäben, die den Stahl als Bewehrung ersetzen. Die Kohlenstofffasern sind den Stangen aus Stahl in vielfacher Hinsicht überlegen. Stahl hat eine Dichte von knapp 8 und Carbon nur von knapp 2, also 1,8. Also ist nur ein Viertel der Dichte, hat aber die sechsfache Zugfestigkeit. Man bekommt wesentlich mehr Material für das gleiche Gewicht und kann damit natürlich wesentlich dünner und effizienter bauen. Carbon kann nicht rosten. Eine Schutzhülle, die die Bewehrung vor Korrosion schützt, ist nicht nötig. Gut die Hälfte des bei Stahlbewehrung eingesetzten Betons soll sich nach Berechnung der Forschenden bei Carbonbeton einsparen lassen. Das Team der TU Dresden geht davon aus, dass heute bereits ein Fünftel des weltweit verbauten Stahlbetons durch Carbonbeton ersetzt werden könnte. Mit entsprechend weniger CO2-Emissionen. Und auch die erwartete längere Lebensdauer des Carbonbetons trägt entscheidend zur Nachhaltigkeit bei. Wir sind dauerhafter, denn Stahlbeton ist nach 50 bis 80 Jahren etwa am Ende. Carbonbeton kann ich nicht nachweisen, weil ich noch nicht alt genug bin, aber wahrscheinlich mindestens 200 Jahre. Vom Pilotgebäude steht bereits der innere Korpus. Jetzt wird das Dach gegossen. Ein 24 Meter langes geschwungenes Element ohne Fugen. Es besteht ebenfalls im Kern aus Matten aus Carbonfasern. Mit Stahlbeton ließe sich eine geschwungene Form in dieser Länge nicht realisieren. Schon bei 4 Metern würden Risse entstehen. Ein großer Vorteil der Carbonbewehrung ist, dass sie viel flexibler ist als Stahlbewehrung. Das heißt, wir können wieder gekrümmte Formen herstellen, so wie wir sie jetzt hier haben. Das heißt, es entsteht eine neue architektonische Formensprache. Weil Carbon chemisch kaum reagiert, können neue, umweltfreundlichere Betonarten eingesetzt werden. Insgesamt soll sich der CO2-Ausstoß so um 80% reduzieren lassen. Allerdings verbraucht auch die Herstellung von Carbonfasern Energie. Viel Energie. Pro Kilogramm ist der CO2-Ausstoß von Carbon auch höher als der von Stahl. Aber es gilt auch hier, dass man es ja auf die Leistung beziehen muss. Das heißt also, auch hier liegen die beiden ungefähr auf Augenhöhe. Die große CO2-Ersparnis von Carbonbeton kommt durch die Reduzierung des Betons zustande, was ich nur deswegen tun kann, weil ich das Carbon verwende. Seit 2022 ist The Cube fertiggestellt. Textilbeton kann künftig helfen, erhebliche Mengen an Beton einzusparen. Es gibt Baustoffe, die wesentlich älter sind als Beton. Ein Material kommt unmittelbar aus der Erde. Für seine Herstellung ist kaum Energie nötig: Lehm. Auch heute noch wohnt ein Drittel der Menschheit in Bauten aus Lehm. Vor allem dort, wo Holz nicht vorrätig war, haben wir Menschen wahre Meisterwerke aus Tonerde gebaut. In den modernen Gesellschaften erscheint Lehm als exotischer Baustoff der Vergangenheit. Dabei sehen nicht wenige in ihm ein Material der Zukunft und eine Alternative zu Beton. Schlinz im österreichischen Vorarlberg. Hier entsteht ein Haus aus Stampflehm. Das Erdgeschoss steht bereits. Jetzt werden die vorgefertigten Wände für das Ober- und Dachgeschoss eingesetzt.
Das Haus ist ein Prototyp dafür, wie künftig ein oder mehr Familienhäuser aus gestampftem Lehm in Serie hergestellt werden können. Es ist die Renaissance eines in Vergessenheit geratenen Baumaterials. Ökologisch macht Bauen mit Lehm Sinn. Wände aus Stampflehm benötigen für ihre Herstellung nur etwa 15% der Energie von Betonwänden. Einer von denjenigen, die das Bauen mit Stampflehm zurück nach Mitteleuropa bringen möchten, ist Martin Rauch. Auch sein eigenes Haus hat er 2008 aus Stampflehm gebaut. Das Material, das noch vor wenigen Generationen in Mitteleuropa sehr verbreitet war. Und dann habe ich mir gefragt, warum gibt es diesen Lehmbau nicht mehr? Und dann war es so, dass ich eigentlich erkannt habe, dass eigentlich die Industrialisierung den Lehmbau verdrängt hat, nach dem Motto, jedes Material oder Baumaterial, das neu war, ist besser wie das alte. Lehm hat, wenn er nicht zuvor zu Ziegeln gebrannt wurde, ein schlechtes Image. Er gilt als Beton der Armen. Zu weich, zu instabil. Und nicht zuletzt zu anfällig gegenüber Nässe. Tatsächlich ist Lehm, anders als Beton, wasserlöslich. Deshalb hat Martin Rauch bei seinem Haus einen bestimmten Grad an Erosion einkalkuliert. Nach wenigen Jahren hört diese Erosion von selbst auf. Die meisten glauben, die Wasserlöslichkeit des Lehms ist eigentlich das größte Problem. In Wirklichkeit ist die Wasserlöslichkeit die größte Tugend vom Lehm. Die Wasserlöslichkeit ist verantwortlich, dass der Lehm hundertfach wieder recycelt werden kann ohne Qualitätsabfall. Also es ist das einzig einer der wenigen Materialien, die ohne Downcycling immer wieder neu gebaut werden können. Lehmbau ist hierzulande ein Nischenprodukt. Nicht mehr viele Handwerker können ihn fachgerecht verarbeiten. Martin Rauch will das ändern. 2021 hat er in Schlins eine Halle fertiggestellt, in der Bauteile aus Lehm in industriellem Maßstab gefertigt werden. Das Rohmaterial der Stampflehmproduktion, einfache Erde mit einem Anteil an Tonmineralien. Weltweit ist es in nahezu allen Böden verfügbar. Im Vergleich zu anderen Lehmbauarten wie Leichtlehmziegeln oder Wellerlehm werden beim Stampflehmbau keine organischen Zusatzstoffe wie Stroh verwendet, nur Steine. Naja, das Wunderbare an dem Material ist, dass eigentlich weiß niemand, was man damit anfangen kann. Also bei uns wird dieses Material, das kommt aus dem Aushub, wenn man ein Haus baut, kommt das so raus. Man nimmt da noch ca. 40% grobe Steine raus und das ist dann der Rohstoff Erde. Die verschiedenen Lehmvorkommen unterscheiden sich vor allem durch den Anteil des Tons, der in feinen Plättchen als Bindemittel fungiert. Und wenn ich das jetzt verdichte, also zusammenpresse, dann sieht man schon, wie das Material, also wie der Lehm, diese Steine zusammenklebt. Und wenn jetzt dieser Erdball hier trocknen würde, dann wird er noch härter und ist auf Druck sehr belastbar. Und das ist eigentlich das Prinzip von Stampflehm. Bei der Produktion von Stampflehmelementen wird frischer Lehm in Verschalungen eingebracht und verdichtet, gestampft. Früher war das Stampfen des Lehms langwierige und mühselige Hand- und Fußarbeit. Heute erledigen Maschinen den Job deutlich schneller. Der Mensch ist nur noch zur Feinarbeit nötig. Anders als Zement oder Ziegel, die Stampflehmwände müssen nicht mit viel Energie gebrannt werden. Es reicht, sie einige Wochen zu trocknen. Viergeschossige Bauten sind mit diesen Stampflehmwänden bereits möglich. Der Steinanteil, der ist ähnlich wie beim Beton. Nur beim Beton ist der Kleber der Zement und beim Stampflehm ist der Kleber der Lehm.
Und da ist es dann so, dass eigentlich beim Verdichten, also beim Stampfen, werden diese Lehmelementchen, diese Lehmplättchen durch das Stampfen wie so ineinander verzahnt. Und das macht dann die Stabilität aus. Die bauphysikalischen Eigenschaften von Wänden aus Stampflehm sind denen aus Beton sogar überlegen. Denn Lehm kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben und so die Temperatur in Innenräumen regulieren. Wenn man in Kairo in die traditionellen Lehmgebäude geht, dann hat es da draußen 40 Grad und in den Gebäuden 24 Grad. Und das Tag und Nacht. Und in den Betonbauten, in den modernen Gebäuden, da hat es die gleiche Temperatur innen wie außen. Und das ist eigentlich schon das Rezept, wo uns erklärt, wie wir in Europa zukünftig bauen sollten. Die Klimaforschung hat die Rolle des Bauens lange Zeit unterschätzt. Erst im IPCC-Bericht von 2022 tauchen das Bauen und der Betrieb von Gebäuden als wesentliche Klimafaktoren auf. Auch WissenschaftlerInnen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, kurz PIK, haben am Bericht mitgewirkt. Hans-Joachim Schellenhuber hat das PIK Anfang 1992 gegründet. Seit Jahren ruft der Physiker dazu auf, den verdrängten Klima-Impact der Bauwirtschaft endlich in den Fokus zu rücken. In der Summe ergeben sich daraus ungefähr 40% aller Treibhausgasemissionen global. Also bei Weitem der wichtigste Faktor, ich nenne den der Elephant in the Climate Room sozusagen, ja, der Elefant im Klimaladen. Und dieser Elefant wird immer größer, denn in jedem der kommenden Jahrzehnte muss für 750 Millionen weitere Menschen Wohnraum geschaffen werden. Gerade in Afrika sind nach Schätzungen 80% aller benötigten Gebäude noch gar nicht errichtet. Aber womit lassen sich die Häuser der Zukunft bauen? Bezahlbar und klimafreundlich? Ein Baustoff, der in gewisser Weise die besten Eigenschaften von Lehm und Beton vereint, wird zurzeit hier entwickelt, in Zürich. Im Architekturbüro Duplex Architekten wird ein neues Mehrgenerationen-Wohnbauprojekt besprochen. Zum ersten Mal soll hierfür ein Baustoff verwendet werden, der Geschichte schreiben könnte. Entwickelt hat ihn Yanli Landrou. 2019 hat das Forbes-Magazin den Togolesen zu einem der einflussreichsten Wissenschaftler unter 30 Jahren in Europa gekürt. Seit 2014 forscht Landrou an der ETH Zürich an einem Material, das eine Alternative zu Beton sein könnte. Um es zu vermarkten, hat Yanli Landrou 2019 mit einem Partner ein Start-up gegründet. En effet, tatsächlich ist Beton aus europäischer Sicht ein sehr günstiges Baumaterial. Aber in vielen Ländern, vor allem in Afrika, zum Beispiel bei uns in Togo, ist das überhaupt nicht so. Dort ist Beton richtig teuer. Er kostet ungefähr so viel wie in Europa. Dazu kommt natürlich, dass Zement einer der großen CO2-Emittenten ist. In diesem Züricher Werk, das normalerweise Beton herstellt, möchte er seine Alternative zu herkömmlichem Beton testen. Wie auch beim Stampflehm in Österreich nutzt er dafür das lehmhaltige Material, das jeden Tag beim Aushub von Baugruben anfällt und bislang entsorgt werden musste. Doch statt es zu stampfen, hat Yanli Landrou ein Verfahren erfunden, mit dem der bisher ungenutzte Aushub wie Beton verarbeitet werden kann. Lehmhaltige Erde und Kies, daraus besteht der Bauaushub, ergeben einen zähflüssigen Brei, der sich nicht gießen lässt. Yanli Landrou hat einen Zusatzstoff entwickelt, der genau das mit wenig Wasser möglich machen soll. Sein Inhalt sind hauptsächlich Mineralsalze. Die spezielle Rezeptur verrät er nicht. Die Wirkung lässt sich bereits nach wenigen Sekunden beobachten. Die zähe Lehmmixtur wird flüssig. Ein Material ohne Zement, das mehr oder weniger die gleichen Eigenschaften aufweist wie Beton. Ein gießfähiges, formbares Material, das schnell aushärtet.
Hier wird die verflüssigte Lehmmischung in eine Verschalung gegossen. Es sind Proben für den Bau des geplanten Mehrfamilienhauses. Zwei Tage nach dem Gießen kann man das Material aus der Form nehmen. Dann hat es genügend Festigkeit und stützt sich selbst. Und nach etwa 20 Tagen kann man es dann problemlos einsetzen. Ein ökologischer Erdbeton, der ohne Bewehrung aus Stahl funktioniert und bei dessen Produktion im Vergleich zu herkömmlichem Beton nur 1/10 der CO2-Menge freigesetzt wird. Ist das das Ende des klassischen Betons? Unser Erdbeton verhält sich nicht 1:1 zu klassischem Beton. Man kann ihn ohne weiteres für 3- oder 4-geschossige Bauten einsetzen, aber nicht für Wolkenkratzer oder generell für höhere Gebäude. Unser Ziel ist daher nicht, Beton komplett zu ersetzen, sondern Architekten und Ingenieuren eine Alternative zu bieten. So kann man künftig auch Beton zielgerichteter einsetzen, nämlich nur dort, wo man ihn wirklich braucht. Auch im Wohnbauprojekt Burgwil wird das Untergeschoss aus herkömmlichem Beton bestehen, die Tragestrukturen aus Holz. Die Trennwände und ein Teil der Außenmauern aber werden zum ersten Mal aus Nyonli-Landrus Erdbeton hergestellt. Ich glaube, die große Chance liegt darin, dass Nyonli diese Methode erfunden hat, wie wir vorfabrizierte, tragende Elemente machen können aus Lehm, als Alternative zu eben dem, was man als Beton-Präfab-Elementen kennt. Und dann haben wir eine echte Alternative, das auch skalieren zu können. Das Wohnbauprojekt Burgwil nutzt ähnliche Komponenten wie der häufigste Architekturstil in Mitteleuropa. Bis ins 19. Jahrhundert ist es der Fachwerkbau. Konstruktionen aus Holzbalken und Streben, gefüllt mit Lehm. Tatsächlich war der nachwachsende Rohstoff Holz in Mitteleuropa über Jahrtausende der Baustoff der Wahl. Beispielsweise bei den jungsteinzeitlichen Pfahlbauten am Bodensee. Heute erlebt der Holzbau eine Renaissance. Hochhäuser aus Holz boomen weltweit. Das mit 85 Metern derzeit höchste steht in Norwegen. Das Mjøstadnet. Städte aus Holz. Vor wenigen Jahren hätte das wie eine Utopie geklungen. Heute ist es eine reale Option. Seit über 10 Jahren wirbt der Berliner Architekt Markus Lager für die Holzbauweise. In Heilbronn hat er das Skajo entworfen, eine Hybridkonstruktion aus Beton und Holz. Dass Holz in den letzten Jahren einen Boom erlebt, der sogar den Bau von Hochhäusern möglich macht, liegt vor allem an einer neuen Technik, CLT. Das Cross-Laminated Timber, CLT, war für den Holzbau ein richtiger Wendepunkt, weil damit eine Entwicklung vom Stabtragwerk, der Schritt gemacht wurde, hin zum Flächentragwerk. Traditioneller Holzbau nutzt Stabtragwerk. Dabei werden die Gebäudekonstruktionen aus Stäben hergestellt. Die stützen dann wieder ein sekundäres Tragwerk, Böden, Decken, Wände. Klassisches Beispiel für diese Bauweise ist Fachwerk. Stützen und Streben sind aus Holz. Die Leerräume dazwischen werden mit anderen Materialien ausgefüllt. Cross-Laminated Timber dagegen besteht aus geschichtetem und verleimtem Holz. Seine Druckfestigkeit ist damit vergleichbar mit der von Stahlbeton. Dabei wiegt das Brettsperrholz nur 1/5 davon. Und damit kam erstmals aus der Industrie ein flächiges Bauteil auf den Markt, was Architektinnen und Architekten das Leben auf gewisse Art sehr viel einfacher gemacht hatte, weil die Herstellung dieser Flächen nicht über das Stabtragwerk funktionieren musste, sondern einfach aus der Industrie kam und verwendet werden konnte. Völlig neue Konstruktionen werden so möglich. Großbauten aus Holz. So wie dieser Neubau der Uni Witten-Herdecke, den Markus Lager ebenfalls in Hybridbauweise errichtet hat. Auch in breiteren Bevölkerungsschichten setzt sich die Erkenntnis durch,
dass Holz ein gleichwertiges Baumaterial ist. Nur eine Furcht ist nach wie vor weit verbreitet, wenn es um Holzbau geht. Die Furcht vor dem Feuer. Die Befürchtung, dass Holz brennen kann, die kann man natürlich niemandem nehmen, denn Holz wird immer brennen können. Aber was man erfüllen muss und jedes unserer Gebäude erfüllt, ist das Sicherheitslevel, das andere Gebäude auch haben. Das heißt, wir müssen für eine bestimmte Zeit die Gebäude so sicher ausbilden, dass alle Leute rausfliehen können oder aus dem Gebäude heraus gerettet werden können. Dabei hat Holz, wenn es tatsächlich brennt, sogar einen entscheidenden Vorteil gegenüber Konstruktionen aus Stahlbeton. Wenn die Rettungswege fragen und die Feuerwehr muss in das brennende Gebäude, um Leute zu evakuieren, dann ist es über eine visuelle Kontrolle der Tragwerke, also des Holzes, möglich einzuschätzen, wie lange hält das Holz noch. Das ist beim Stahl zum Beispiel nicht möglich, weil der Stahl plötzlich versagt. Großbauten aus Holz, wie hier in Schweden, sind schon heute immer häufiger zu sehen. In Zukunft wird am Holzbau im großen Stil kein Weg vorbeiführen, sagt zumindest der Klimawissenschaftler Hans-Joachim Schellenhuber. Die Menschheit hat seit zwei Jahrhunderten jetzt fossile Brennstoffe genutzt für die industrielle Entwicklung, was uns in die Moderne gebracht hat, dabei aber über 1000 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre freigesetzt. Wenn wir jetzt die Bäume nutzen, indem sie über Photosynthese das CO2 wieder herausziehen, bauen wir unsere künftigen Gebäude, ja ganze Städte, aus Luft-CO2. Organische Baustoffe wie Holz haben einen entscheidenden Vorteil. Ihre Verwendung spart nicht nur die Energie ein, die für die Herstellung von Beton und Stahl benötigt würde, sondern beim Wachsen entziehen Pflanzen der Luft Kohlendioxid und speichern es. Beim Holz sind es 300 Kilogramm pro Kubikmeter. Anders gesagt, sie produzieren negative Emissionen. Ein Einfamilienhaus aus Holz speichert bereits eine Menge von 42 Tonnen CO2. Außerdem vermeidet es 26 Tonnen für einen vergleichbaren Bau aus Beton. Insgesamt kompensiert es damit die Emissionen aus 22 Hin- und Rückflügen zwischen Berlin und New York. Zurzeit entstehen in Deutschland gerade mal 18% der Häuser in massiver Holzbauweise. Dabei könnte Holzbau in großem Stil für das Klima einen enormen Unterschied machen. Ein Team am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat die möglichen Auswirkungen in verschiedenen Szenarien berechnet. Baut man bis 2050 weiter mit Beton und Stahl, würden damit 70 Gigatonnen CO2 emittiert. Ersetzt man die Hälfte durch Holz, würden sich diese Emissionen fast halbieren. Beim Holzbau entstünden zwar auch Emissionen, gleichzeitig würden aber 40 Gigatonnen CO2 im Holz gespeichert. Würde man zu 90% auf Holzbau umsteigen, würde mit 73 Gigatonnen CO2 sogar mehr gespeichert als insgesamt emittiert. Diese Klimareparatur, die wird meiner Ansicht nach zwei Jahrhunderte in Anspruch nehmen, ne? Bis dann hätten wir die gebaute Umwelt weitgehend in organische Strukturen verwandelt und wir hätten doch einen erheblichen Teil der historischen Klimaschuld wieder abgetragen. Könnte sich die Menschheit mit organischen Materialien wie Holz aus dem Klimawandel herausbauen? Und reichen dafür überhaupt die Ressourcen? Auf der Nordhalbkugel auf jeden Fall. Da dehnen sich die Wälder aus. Also wir haben natürlich Waldschadensereignisse jetzt durch die Dürre. Aber insgesamt dehnen sich die Waldflächen aus auf der Nordhalbkugel. In Deutschland sind immer noch 30% der Fläche bewaldet. Laut Studien würde der derzeitige Ertrag des deutschen Waldes reichen, um die 300.000 jährlich benötigten Wohneinheiten in Deutschland aus Holz nachhaltig zu bauen. Allerdings werden große Mengen der Ressource derzeit für andere Zwecke gebraucht, von der Papierherstellung bis zum Heizen. Dafür müssten erst Alternativen gefunden werden. Auf der Südhalbkugel gibt es noch riesige Regenwälder. Umweltschützer warnen allerdings davor, die neue Welt aus ihrem Holz zu bauen. Denn die Urwälder des globalen Südens tragen weltweit einen Großteil der Biodiversität und sind schon jetzt durch Raubbau überstrapaziert.
Primärwälder, auch Sekundärwälder sind absolut tabu. Ja? Da wird man keine Holzplantagen draus machen. Ja? Die müssen geschützt werden, und zwar müssen sie geschützt werden, zum Beispiel vor Sojabohnenanbau und dergleichen. Urwälder müssten aber auch nicht angetastet werden. Laut Studien wären weltweit fast 1 Milliarde Hektar entwaldeter Flächen geeignet für die Wiederaufforstung. Mit anderen Worten, wir könnten eben einen doppelten Gewinn erzielen. Wir könnten diesen Planeten wieder grüner machen und wir könnten quasi auf nachhaltige Weise Biomasse auskoppeln, ernten sozusagen wie in einem großen Garten, ohne den Garten dabei zu zerstören. Um mit der Ressource Holz in der Architektur den Klimawandel zu bekämpfen oder gar zurückzubauen, ist jedoch ein globales Waldmanagement nötig. Das ist eine gewaltige Aufgabe. Das ist wahrscheinlich das größte Ökosystemprojekt der Weltgeschichte. Aber das müssen wir jetzt beginnen. Bäume können das Material für klimafreundliches Bauen sein. Aber damit ist ihr Potenzial nicht ausgeschöpft. Bäume selbst können unsere Architektur mitgestalten. Diese Vorläufer des Himalaya-Gebirges im Nordosten Indiens sind seit Jahrtausenden die Heimat des Volks der Khasi. Viele Khasi leben noch weitgehend wie ihre Vorfahren. Sie betreiben vor allem Landwirtschaft. Und sie haben eine einzigartige Architektur geschaffen. Diese könnte vorbildhaft sein für ein radikal anderes Bauen, auch bei uns. Um sich das unwegsame Bergland zu erschließen, haben die Khasi die berühmten lebendigen Brücken von Meghalaya entwickelt. Ihr Tragwerk besteht ausschließlich aus den Luftwurzeln des Gummibaums Ficus elastica. Über 100 Brücken gibt es in der gesamten Region. Manche sind bis zu 50 Meter lang. Etliche der lebendigen Brücken von Meghalaya sind mehrere hundert Jahre alt. Bis heute spielen die Brücken im Alltag der Khasi eine wichtige Rolle, vor allem in der Regenzeit, wenn aus Bächen reißende Ströme werden. Die lebendigen Brücken zeigen, wie Architektur in und vor allem mit der Natur gelingen kann. Der Wald muss für sie nicht gerodet werden, im Gegenteil. Die Wurzeln stabilisieren den Boden. Morningstar Kong Tao ist Khasi. Er ist hier aufgewachsen und setzt sich für den Erhalt der Brücken ein. Die Konstruktionen müssen regelmäßig gepflegt und gewartet werden. Ihr Bau beginnt mit dem Pflanzen einer Würgefeige auf einer Seite des Flusses. Immer neu werden die Luftwurzeln eingeflochten, zunächst in eine Bambusstruktur, die als temporäres Gerüst dient. Ein Bauwerk, an dem Mensch und Natur gemeinsam arbeiten, über viele Jahre. Wir nehmen die Wurzeln des Ficusbaums und ziehen sie dahin, wo sie wachsen und stark werden sollen. Immer wieder kommen wir her und überprüfen die Wurzeln. Im Laufe der Jahre verrottet das Bambusprovisorium. Nach Jahrzehnten des Wachsens und Verwebens ist das Wurzelgeflecht so stabil, dass Menschen darüber laufen können. Einen Zeitpunkt, zu dem die Brücken einfach fertig sind, gibt es nicht. Die Architektur ist ein Prozess, der niemals endet. Ein Modell, das unserem Verständnis ziemlich fremd ist. Kann das Konzept des Bauens mit Pflanzen auch in modernen Großstädten funktionieren? Viele tausend Kilometer entfernt von Meghalaya in Süddeutschland. Im ländlichen Schwaben, ein paar Kilometer nördlich vom Bodensee, erproben Wissenschaftler der TU München ein Konzept, das sich von den lebendigen Brücken der Khasi inspirieren ließ.
Studierende arbeiten mit dem Architekten Ferdinand Ludwig an einem Projekt, das das Verständnis, wie Natur in unser Bauen und Wohnen integriert wird, verändern könnte. Der Pavillon, der hier entsteht, ist für Ludwig ein erstes Modell für die Häuser von morgen. Ich würde natürlich sehr gerne in so einer Stadt wohnen, die tatsächlich ein Wald ist, wo man eine Wohnung hat, in der man sich fühlt wie in einer Baumkrone. Das ist wirklich eine Lebensqualität, die uns so oft fehlt in den dichten städtischen Kontexten. Aber wir müssen natürlich die weiterentwickeln, wir müssen diese bauen, wir müssen städtische neue Wohn- und Lebensformen finden. Und dazu möchten wir auch einen Beitrag leisten. Das Projekt gehört zu einem neuen Forschungszweig, der Biologie und Architektur verbindet, der Baubotanik. Dabei geht es um hybride Konstruktionen, teils Baum, teils menschliche Technik. Was wir konkret machen, ist, wir pflanzen Bäume, wir verbinden Bäume miteinander und wir erzeugen daraus Strukturen, die Teil einer Architektur eines lebenden Bauwerks werden. Das aktuelle Projekt der Baubotaniker ist ein Pavillon. Die Platanen haben die Forschenden bereits vor 10 Jahren gepflanzt. Ihr Wachstum wurde seitdem sorgfältig dokumentiert. Jetzt ist die Zeit reif für den nächsten Schritt. Eine Dachkonstruktion aus Stahl und transparentem Kunststoff. Bäume als integrale Bestandteile von Häusern. Städte könnten im immer heißeren Klima vom kühlenden Effekt der Baumarchitektur profitieren. Ein nachhaltiger Ansatz, der mit der Natur baut, statt gegen sie. Wir müssen schauen, dass wir durch das Bauen für uns nicht den Lebensraum anderer zerstören, sondern neuen schaffen. Und wenn dann der Baum zum Bauwerk wird, dann schaffen wir halt genau das, was er in der Natur auch kann. Es ist ein Habitat, es ist eine Nahrungsquelle für Vögel und Insekten. Architektur, in der Bäume nicht nur als Baumaterial dienen, sondern tatsächlich Co-Designer sind. Die Brücken der Kasi sind das Vorbild der Baubotaniker. Doch haben wir in unserem schnell getakteten, kurzlebigen Alltag den langen Atem für solches Bauen mit der Natur? Um schon in deutlich kürzerer Zeit hybride Gebäude von einer bestimmten Größe zu erreichen, haben Ferdinand Ludwig und sein Team verschiedene Verfahren entwickelt. Wir haben sehr viele Ansätze entwickelt, wie wir sehr schnell ein großes Grünvolumen erzeugen können, indem wir ein Verfahren anwenden, was wir Pflanzenaddition nennen, wo wir Bäume auf mehreren Ebenen stapeln und so miteinander verbinden, dass sie alle zu einem Organismus verwachsen und sich dann dauerhaft ausschließlich vom Boden aus mit Wasser und Nährstoffen versorgen. In dieser additiven Technik sind bereits große Konstruktionen entstanden. Beispielsweise der dreigeschossige Platanenkubus im schwäbischen Nagold, einer der frühen Bauten von Ferdinand Ludwig. Nun sind mehrgeschossige Wohnbauten geplant, deren äußere Schicht aus lebendigen, wachsenden Bäumen besteht. Ferdinand Ludwig denkt dabei vor allem an tropische Megacities wie beispielsweise Hongkong. Hier könnten hybride Gebäude als gigantische Kühlmaschinen fungieren, um überhitzte, dicht besiedelte Städte nicht zu unbewohnbaren Zonen werden zu lassen. Und das kann man sich dann vorstellen als wie eine zweite Schicht um Gebäude herum. Also das ist ein großer, dreidimensionaler Grünraum, eben eine Baumkrone, in der der Mensch dann wohnen kann. Sodass dann, wenn man das weiterdenkt und größer denkt, alle Häuser zu Bäumen werden und damit die Stadt eigentlich zu einem bewohnten Wald werden kann. Die Natur als Co-Designerin. Das können die Brücken der Kasi in Indien sein.
Aber nicht nur Pflanzen liefern die Inspiration für das Bauen von morgen. In Stuttgart sind Architekten und Ingenieure auf der Suche nach einer Bauweise, die mit einem minimalen Einsatz von Material und Energie auskommt. Die Vorbilder fanden sie in der Natur, bei Spinnennetzen oder Insektenflügeln. All diese Strukturen setzen auf ein entscheidendes Bauelement: Fasern. Denn die sind für den intelligenten Umgang mit Ressourcen ideal. Das lässt sich an den Deckflügeln von fliegenden und nicht fliegenden Käfern beobachten. Bei beiden bestehen sie aus Fasern. Die Flügel der nicht fliegenden Käfer sind allerdings massiv. Bei den fliegenden Tieren dagegen ermöglichen die Fasern eine filigrane Hohlstruktur. Die Käferflügel werden 2014 Vorbild für einen Pavillon. Ein Jahr später steht das Netz einer Wasserspinne für einen weiteren Pate. Die Überdachung aus Glas und Carbonfasern wiegt nur etwa ein Dreißigstel eines vergleichbaren Daches aus Beton. Möglich wird die Nachahmung der Natur erst durch konsequenten Einsatz digitaler Technik. Die Bauteile, die Roboter hier nach digitalen Plänen wickeln, werden die Fassade eines Textilzentrums bilden. Jedes Element wird exakt für die Stelle gefertigt, an der es gebraucht wird. So gibt es keinen Abfall. Die Faserbauweise verbraucht extrem wenig Ressourcen. Einen Schwachpunkt gibt es aber dennoch. Die Produktion dieser Carbonfaser frisst Energie und ist extrem teuer. Doch die Stuttgarter haben schon eine Alternative gefunden: Flachs. Daraus entsteht 2020 ein erster Pavillon. Vorbild für die Struktur ist hier das Skelett von Kakteen. Der Pavillon zeigt, dass es auch ohne Kohlenstoff geht. Naturfasern wie Flachs sind ein vollwertiges Baumaterial. Auf der Architekturbiennale 2021 in Venedig zeigen Achim Menges und Jan Knippers, was in Zukunft möglich sein soll. Es ist der Prototyp eines Wohnhauses aus Fasern. Das Geflecht im Maison Fibre trägt Holzplattformen. Noch sind hier Carbonfasern verbaut, aber auch die könnten künftig durch Flachs ersetzt werden. Ganz werden wir vermutlich nicht auf Beton verzichten können. Aber künftig werden alternative Baumaterialien unerlässlich sein. Werden wir es schaffen, von der Natur zu lernen? Mit ihr zu leben, ohne sie zu zerstören? Das Bauen von morgen muss nachhaltiger werden. Mit weniger Energieeinsatz, uralten Bautechniken und ganz neuen Hightech-Lösungen. Das ist eine große Vision, ist eine abgehobene Vision, vielleicht auch eine verrückte Vision. Aber es ist die Vision, an die ich gerne glauben möchte.